Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14, Eri Reborn. Der Crank ist auch schon in der Single-Sequenz drin. Wir sind nämlich am Wächterbaum angekommen und ich erzähle euch jetzt einfach mal, was der gute Ausbilder von Nofikas Schar zu erzählen hat. Du bist also der Abenteurer, den der Kommandant uns schickt. Sehr gut. Die Ixal haben den Wächterbaum umstellt und werden immer wilder. Was immer sie vorhaben, wir müssen verhindern, dass sie den Wächterbaum schaden. Level 18 sollen wir sein, Level 16 sind wir, das dürfte kein Problem sein. Ich hoffe, dass das heute auch ein bisschen alles zügiger geht als gestern. Gestern hat es ja ein bisschen geleckt gehabt bei der Aufnahme. Und ich bin jetzt mal leise. Ah, nee, doch nicht. Hörst du Stimme von Erschaffung? Hörst du Stimme von Verzweiflung? Ixal-Okkulisten. Hört, hört, was ich euch sage. Dieser Wald, meine Brüder, ist der Wald der Ixal. Seit Anbeginn der Zeit. Der Ixal und nur der Ixal allein. Davon träumt er wahrscheinlich. Nur uns steht er zu. Und unser wird es sein, so sei es bis zum Ende aller Zeit. Stark ist unsere Macht, das Wort der Himmelsboten. Damit werden wir diesen morschen Stamm den Kristall entreißen und ihn niederlegen. Vor ihr, vor Garuda, der göttlich Gewaltigen. Sie wird mit tosendem Sturm verjagen, was uns den Wald genommen hat. Stinkende, ungefiederte und Elementdämonen, weg müssen sie von unserem Land. Ich glaube, das sehen wir und unsere Kumpanen ein bisschen anders. Trupp 1 nach links, 2 und 3 von der rechten Flanke. Der Rest bleibt bei mir. Alles klar? Du hältst hier die Stellung. Mögen die Gebieter mit dir sein. Jo, was ist hier los? Bei der Gewaltigen. Elende Federlose, Blut soll fließen, Brüder, Blut. Das sah gerade irgendwie episch aus. Mit den ganzen Bögen. Ah, noch sehe ich nicht alles. So, jetzt geht's los. Alles klar. Besiege die Xal. 30 Minuten, ich glaube, dass ich nicht so lange brauche. Geilfried, die sind alle hier. Alle, die wir kennen. Das ist sehr cool. Ich glaube, ich sollte erstmal die Kleinen hier killen. Nicht gleich auf den Häuptling gehen. Kuzal Huatot. Aha. Interessanter Name. So, jetzt werde ich auf die Großen gehen, weil ich merke gerade, dass die Kleinen hier andauernd kommen. Das heißt, erstmal den Großen wegbashen und wahrscheinlich wird dann sowieso Feierabend sein. So, erstmal dort rein, das hier rein. Gewaltiger Schuss. So, das hier nachschießen. Ja. Einfach mal den Wächterbaum beschützen, ohne Probleme. Das Lustige ist, dass ich halt überhaupt von gar keinem ins Visier genommen werde, sondern hier wird einfach alles irgendwie abgefangen an Gegnern. Das heißt, ich kriege überhaupt gar keinen Schaden. Die Mission ist ziemlich einfach anscheinend.
irgendwie. Ah, da sind Heiler. Dann sollte ich die vielleicht erstmal entsorgen. Kein Wunder, dass da plötzlich nichts mehr vorwärts geht. So, und jetzt dürfte es hier wieder an Schaden zunehmen. Jetzt wird das hier noch ein endloser Kampf. Das wäre ja dann ein bisschen blöd. Oh, was ist das? Ein Blanga. Und der nimmt Kurs auf mich, alles klar. Einmal das, das. Das ist übrigens der neue Skill, dass ich dann wegspringe vom Gegner. Den Blanga dürfte ich ohne Probleme schaffen. Und der Häuptling ist auch gleich tot, sehe ich gerade. Der Häuptling ist tot. Okay, aber der Blanga muss noch besiegt werden. Okay, alles klar. Gute Arbeit, hier ist erstmal Ruhe. Die anderen an der linken Flanke haben Schwierigkeiten. Wir müssen mit den Kommandanten dazustoßen. Und du lass dich nicht überraschen. Es könnte sich noch welche im Unterholz verstecken. Er hat schon so ein bisschen arg strengen Blick. Oh, The Masked Man. Ah, ich verstehe. Frisches Blut für die Lanzenschwinger. Kein Wunder, dass man dagegen nicht ohne weiteres ankommt. Aber was hältst du hiervon? Zürnende Stimme der Schöpfung. Sende mir empor eine Kreatur aus deiner unfassbaren, unergründlichen Tiefe. Nicht cool. Scheiße. Damit wird dein armseliger Rest an Standkraft gleich an der Wurzel ausgerumpft werden. Sicher wäre ich mir da noch nicht, aber es könnte kritisch werden. Scheiße. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Echt nicht, ey. Besiege den maskierten Magier. What? Im Ernst? Das ist ein Gargoyle, okay. Die Frage ist, greift der Maskierte mich da überhaupt an? Jetzt mal so an sich. Scheint aber nicht so. Das heißt, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Gargoyle. Dies ist eine unvorhergesehene Wendung. Was jetzt? Dass ich den Gargoyle besiege? Ich habe mir übrigens hier Supertränke besorgt. Und falls ihr euch wundert im Übrigen, dass ich ein neues Equipment habe, das habe ich mir ganz ehrlich gesagt erkauft, weil das sonst ziemlich heavy geworden wäre, teilweise. Und ich das eigentlich für eine ganz gute Idee fand, um auch mal von meinem Porno-Equipment wegzukommen. Da kommen wir ja gerade rechtzeitig. Ah, da kommt Ida. Sehr cool. Tada, da sind wir. Papa Limo hat mir gerade geholfen, aber... Ungeladene Gäste, doch keine Sorge. Okay, na gut, alles klar. Wunderbar, das läuft hier besser als gedacht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es ein bisschen Schwierigkeiten geben könnte. Aber das war jetzt noch nicht mal ansatzweise irgendwie gefährlich. Aber gut, ich sollte vielleicht ein bisschen weiter weg von dem Kollegen hier stehen. Um den Schaden nicht abzubekommen. Woher beziehst du deine Kraft? Ja, keine Ahnung. Nicht von dir. Im Gegensatz von der Gargoyle. Von dem Gargoyle, und der war ja ziemlich schwach von dem her. Und tschüss.
Auf die Videosequenz bin ich ja jetzt echt gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt kommen wird. Nächstes Mal wird dich die Macht der Himmelsboten vernichten. Himmelsboten? Ja, genau, ich hab's auch gehört. Ach, Achian, also Stifter von Chaos und Zerfall, Himmelsboten ist die Bezeichnung, die die wilden Stämme ihnen geben. Unser Verdacht war also berechtigt. Die Ixal wurden also tatsächlich von den Achians manipuliert und nicht nur sie. Alles in Ordnung, was für Ungeziefer sich hier versteckt hält, lass mal sehen. Kein Zweifel, wie er uns beschrieben wurde, das ist der Agitator, der die Ixal aufgewiegt hat. Dann haben wir also unsere verdächtigen Gestalt gefunden, oder? Richtig, endlich haben wir ihn. Wir hatten so eine Ahnung, dass hier etwas im Gange ist und offenbar lagen wir richtig damit. Ah, ich ahne eine ganze Menge Arbeit. Danke für deine Hilfe. Rückzug. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Melde dich bei deiner Rückkehr nach Gridania im Hauptquartier von Nofikas Schar. Dort liegt eine Belohnung für dich bereit. Alles klar. Ein gutes Team, die Waldläufer und wir, oder? Wir helfen ihnen ab und zu aus der Patsche, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Übrigens sind wir gar nicht aus Gridania, sondern weit gereiste Fremde. Aus der Stadt der Weisen und Gelehrten. Ja, wir kommen wirklich aus Schalayan. Aber woher hast du das gewusst? Bei dir ist das wohl klar. Was sagst du? Nichts. O Papalimo, was ist nicht fair? Sag's mir. Dummkopf, weil du daher redest, als ob du über alle Dinge stehen würdest. Tja, aber der Ixal-Anstifter habe ich immerhin ausgeschaltet, stimmt's? Ja, Ida, du ganz allein. Dann bis bald, ja? Kann mir nicht helfen, die sieht auch aus wie eine Pornodarstellerin. Ein dunkler Kristall diesmal. Yo, lass knacken. Aber das ist nicht sehr cool, glaube ich. Das war, glaube ich, diesmal kein passender Kristall für unsere Sammlung. Und wir scheinen fertig zu sein. Oder? Ja, wir sind fertig. Abgang läuft da vorne. Sound resumed. So, ich bin zurück. Quank hat sich zurückgeportet, ohne was zu sagen. Gut, dann kehren wir auch zurück. Nach Neugridania. Bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Sehr erfrischend. Ein Schlückchen. Ja, man merkt, wir gehen gerade wieder in die Hauptstadt zurück. Also, was heißt Hauptstadt? Aber die eine der Hauptstädte möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Denn hier dauert das Laden immer ein bisschen länger. Du meinst der S gucken? Quank will sich wohl nicht entmuten.
So, und da sind wir jetzt schon. Wir müssen zur Jägergilde hinter, beziehungsweise ich sag immer Jägergilde, die Waldläufergilde. Ich bin es einfach so gewohnt, dass alles, was einen Bogen hat und damit auch festkämpft, ein Jäger ist von WoW irgendwie. Obwohl ich WoW schon seit Jahren nicht mehr spiele, aber das ist halt wirklich noch irgendwie drin. Steht denn darum? Naja, egal. Dann werden wir uns jetzt einfach mal unsere Belohnung abholen. Ich habe übrigens, wie angekündigt, die Freibriefe gemacht. Und ja, muss ich jetzt hier? Ach ja, Nofikasha. Dein Kommen wurde angekündigt. Du kannst weitergehen. Ja, danke. Ins Kommandozimmer eintreten. Ja, bitte, danke. Levin. Ah, Richter Gaming, vielen Dank für deine Hilfe in Immerschatten. Unsere Leute könnten noch einiges von dir lernen. Nicht nur die Ixal hast du unschädlich gemacht, sondern auch noch denjenigen, der sie aufgewiegelt hat. Präzise Technik, gute Ausdauer, scharfer Blick. Du wirst mal Außergewöhnliches vollbringen. Richter Gaming, vertrau mir, ich kann das beurteilen. Minue hat den richtigen geschickt. Kanae darf sich glücklich schätzen, dass du für ihr Gridania kämpfst. Ich danke dir. Kein Thema, mach ich gern. Immer wieder gern.